Das finde ich auch sehr suspekt, Monsieur Suspect. Jetzt drück ihm noch einen rein. Was ein Spiel. Das Spiel der Giganten. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Overwatch CSGO Wurst Cheater Folge. Guck mal kurz rein, 20-9 geht. 20-9 sind jetzt keine Stats, wo man sagen würde, wow, der cheatet oder irgendwie sowas. Shift F2 übrigens für dieses Menü. Shift und F2. Jetzt kann ich dieses Zurückspulen über die Pfeiltasten versuchen. Nee. Geht leider nicht. Also wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, zurückzuspulen. Man kann nirgendwo hier zurückspulen. Die Knöpfe, die danach aussehen, beinhalten diese Funktion nicht. Auf den Pfeiltasten kann ich es auch nicht machen. Sieht schlecht aus. Egal. Wir kriegen den Drecksack trotzdem, oder? Also falls es einer ist, ich will jetzt überhaupt nicht voreingenommen sein oder sowas. Wir warten einfach mal ab. Wundert euch nicht über meine möglicherweise herauszulesende Müdigkeit. Oh, oh, wo aimt er denn da hin? Aimt er eben schon so ein bisschen nach? Nee, oder? Das war jetzt Zufall. Die gehen aufeinander. Was war das jetzt geplant? Ich habe meine Freundin gerade ans Auto gebracht. Eigentlich kann ich noch bis um 11 Oh, shit, dude. Wir machen mal langsam. Er aimt den da hinten an, als wüsste er, dass er da steht. Jetzt ist er tot. Es ist jetzt gerade 8 Uhr. Eigentlich eine gute Zeit, um aufzustehen, aber ich habe jetzt um 4 halt gewerkelt, also gelernt und YouTube gemacht. Ich habe jetzt, ja, so ungefähr 4 Stunden geschlafen und will aber dann oder kann eigentlich noch bis um 11 schlafen oder viertel nach 11. Und das mache ich auch gleich, nachdem ich hier das Video aufgenommen und geschnitten habe. Werde ich mich auch nochmal hinlegen. Ich habe jetzt draußen noch gestreut, also Schnee weggemacht und gestreut. Und die Katzen kreischen mich an, miau, miau, dass ich die füttern soll, welch, die fette Schweine. Also mein Kater ist mit der Zeit echt, der ist langsam fett. An der Spielweise kann ich erkennen, dass es möglicherweise, dass es sich hier wieder um ein Kind handelt. diese Hummelpferei in die Luft geneift und sowas machen oft Kinder, weil es zu Weihnachten vielleicht nicht das Toy Story Spiel gab, das sie bekommen wollten. Weißt du, die Barbie, die dieser kleine Junge haben wollte, ist nicht da. Er zappelt auch so komisch rum. Da ist möglicherweise was im Busch. Ja, komm, schieß durch die Wand. Er hat's gemacht. War das jetzt auf gut Glück? Also es scheint so, als könnte er so ein bisschen vorausahnen, woher die Gegner kommen, wenn er jetzt gleich ultramäßig direkt nach links aimt. Ich meine, er schießt zwar voll daneben. Das ist so sein verdecktes Spiel. Ich weiß es nicht. Gut, der Headshot ging zumindest ganz normal rein, ne? Aber okay, er ist gleich tot. Entweder hat er einfach nur auf die Dummheit dieses CTs gehofft und sein Wallhack jetzt richtig krass versteckt, oder er hat keinen. Also ich finde, da war jetzt mindestens eine Sache dabei, eher zwei, wo man schon leicht sehen konnte, dass er Wallhack hat. Ihr wisst, ich kann nicht zurückspulen. Ich muss das auch so ein bisschen im Nachhinein dann betrachten. Und ja, ich werde mal noch ein bisschen abwarten und dann später mein Urteil bilden. Ha. Nee, also nach dieser Aktion, also vielleicht hat er noch ausgeschaltet, ich weiß, aber ich war mir anfangs nicht sicher. Ich kann ihm jetzt nach der Aktion vor allem auch keinen Wallhack mehr geben, er hat so blöd da rumgeguckt. Wenn er Wallhack gehabt hätte, hätte er den auf kurz sicherlich, den hätte er echt gut nutzen können, ohne dass wir jetzt irgendwas erwartet hätten, würde ich mal so behaupten. Aber er guckt direkt runter nach seinem toten Mate, einer kommt von hinten gleich. Okay, der ist jetzt ein Cutters hinter denen gleich. Mal schauen, wie er den jetzt klatscht. Da kommt die Flash rein, guckt er jetzt direkt hoch. Okay, nee, also da ist nichts im Busch. Und selbst wenn da vorhin was war, ich konnte es nicht genau bis jetzt bestimmen. Die Headshots drückt er aber ganz schön gut, jetzt so mal an der Stelle erwähnt. Das war wiederum ein normaler Schuss, würde ich mal so behaupten. Also ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Headshots geachtet, ich habe die ganze Zeit nur auf die noch bestehenden CTs geachtet, um zu gucken, ob er vielleicht die durch die Wand erwartet oder so. Ich muss jetzt mal so ein bisschen noch darauf achten. Der Mate. Ja, alles klar. Ich glaube, ich weiß, was weswegen er angeklagt wird. Die flashen den ja einfach. Das sind ja Griefer, die anderen. Ihr wisst ja, wir haben da schon so ein Gespräch geführt von wegen, ja, aber wenn man eine Kumpels hat und sowas und hin und her, dann schießt man sich halt mal an. Irrelevant im Overwatch, irrelevant. Beziehungsweise man kann ja oft aus der Spielweise herauslesen, ob die wohl befreundet sind, ob die das mit Absicht machen, aus Spaß oder Lirum Larum. Aber alles in allem schießt man sich halt nicht an. Egal, ob man befreundet ist oder nicht. Wenn man im Spiel dreimal seinen Kumpel killt oder zweimal, wird man doch auch gebannt von ganz alleine. Wird man zumindest aus dem Matchmaking ausgeschlossen. Da sagt das Spiel auch nicht, oh, was ist dein Freund, sorry oder sowas. Das ist irrelevant, Kinders. Man spielt entweder gescheit oder gar nicht. Oder kommt dann damit klar, wenn man halt dann vielleicht mal einen Grief-Bann oder sowas gedrückt bekommt. Und dazu sei noch gesagt, dass es ja nicht nur ein Overwatcher sagen soll oder sagen muss, oh, der cheatet, sondern es sind, glaube ich, wie viel? 6 oder 7? Die alle das Gleiche stimmen müssen. Also die zumindest alle für das Gleiche stimmen müssen. Ich glaube, der Rest ist irrelevant, aber solange x von x Overwatchern für Wallhack gestimmt haben, dann bekommt er auch Wallhack. Oder zumindest die Hälfte davon. Ich weiß nicht, ob alle dafür stimmen müssen, aber ne? Ich habe da eben diese etwas krasse Einstellung, sage ich mal, weil ich halt einfach finde, dass das Spiel korrekt gespielt werden muss. Also ich habe noch nie einen Mate in einem gewerteten Spiel einfach angeschossen. Also, so aus Spaß, so oder irgendwie so. Was glaubt ihr, wie oft ich schon genutzt wurde? Nie von meinen richtigen Mates, aber wie oft ich schon geteamkillt wurde von meinen Teammates, so in der letzten Runde, ich diffuse gerade die Bombe, er knallt mich ab, um sie zu diffusen. Wenn ich sowas sehe, der müsste sofort 30 Jahre gebannt werden, für immer. So ein Hurensohn, oder? Sowas macht man nicht. Ich habe schon Spiele gespielt, da habe ich, das war damals mit Big Wallen zusammen, da hatten wir so Böcke bei uns im Team, da habe ich zu ihm gesagt, Alter, ich
muss jetzt, ich darf die Bombe jetzt nicht diffusen, ich muss weglaufen, weil ich Schiss habe, dass mich meine Mates killen. Da darf keine Gnade walten bei sowas. Das muss sofort eigentlich den Bann des Todes geben. Man sieht ja, wie gesagt, im Video als Overwatcher, wenn, wenn hier jemand reinläuft oder so, gar kein Problem, da sage ich überhaupt nichts. Guck mal, jetzt steht er da rum, was macht er jetzt? Also ich meine, ich habe auch schon ewig viele Teammates angeschossen oder sogar umgebracht, aus Versehen. Ne, man schmeißt den Nate und der rennt halt rein oder man will mit der AWP schießen und in der Sekunde stellt sich der Mate vor dich. Die Headshots sind schon wirklich, ganz genau, mal gucken, der hat noch 10 AP. Wieder nicht geachtet, wieder nur gelabert, ne, na, 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 ich bin immer nur am Schwallen. Die beiden verstecken sich jetzt, ja, okay, die pushen sich hoch, sehr elegant auf jeden Fall, ein guter Plan in dem Moment. Oh, da hat er aber jetzt so ein bisschen gepre-feiert, oder? Aber in dem Moment, in der Sekunde würde ich das selbst auch machen. Auf Elevator, oder wie das da heißt, ne? Hat auch noch andere Namen, aber Elevator, passt. So, gut, der war zum Glück jetzt nicht in den Kopf. Sonst hätte ich echt langsam hier mal die Wohlfahrt angerufen. Oh, schade, mein Sohn, schade. Jetzt drück ihm noch einen rein. Was ein Spiel. Das Spiel der Giganten. Ach du Scheiße. Was machen die denn? Ach ja, und ich habe eben noch einen Kommentar gelesen, noch nicht beantworten können, aber gelesen. Wegen meiner Beleuchtung und sowas, weil, dass ich so blass aussehe, ob ich falsch beleuchte. Ich habe halt nur diese zwei Leuchten im Moment zur Verfügung. Und ich kann nur so beleuchten, wie ich beleuchte. Dann ist noch zusätzlich die Kamera, also die hat mittlerweile einfach einen Schlag weg. Die stellt die Farbe so hart ein, dass ich so richtig krasse rote Stellen im Gesicht habe. Total lila Lippen habe. Alle fragen mich immer, ob ich Lippenstift drauf habe. Und um dem entgegenzuwirken, also das macht mir nichts aus, ich mache den Lippenstift für euch drauf, klar. Aber um dem entgegenzuwirken, stelle ich dann meistens die Farbe noch auf 20% runter oder nehme halt 20% Farbe raus. Dann wirklich ultra blass. Ich muss jetzt dann doch demnächst nach einer neuen Webcam gucken. Ihr wisst ja, die war schon mal als Spendenziel eingestellt und wurde auch gefüllt. Und dann haben wir aber umgeschwenkt auf eine Grafikkarte. Und jetzt sind wir gerade so. Wow. Dass er den nicht gesehen hat, sage mal. Das sieht die. Also diese Headshots, die sind echt doch, die sind, weil die Headshots, also ich meine, jeder kennt diese Headshots, jeder macht sie mal. Gerade mit der Tech 9, bam, 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 und auf einmal, boop, hat man halt einen Headshot reingedrückt. Man sieht ja, er läuft ja auch links und rechts, da fliegen die Kugeln überall hin. Er hat ihm da hinten einen Header gegeben. Schon wieder. Ich bin jetzt aber doch sehr, das finde ich jetzt auch sehr suspekt, Monsieur Suspect. Vielleicht gebe ich ihm einen Silent Aim, bevor gleich alle schreien, Alter, das hast du nicht gesehen. Soll ich ihm einen Silent Aim geben? Schade, dass ich jetzt niemanden habe, der mich den direkt berät und sagt, das ist ein Silenter, der ist ruhig. Das bräuchte ich jetzt. Naja, gucken wir mal. Der spielt komisch, der spielt also einfach so, wie er das spielt. Warum geht er in die Tür rein? Warum hüpft er so komisch rum? Was ist mit ihm los? Das ist ein Karnickel. Macht er den Boonyhub. Wir haben zum Glück hier noch eine Runde, die wir uns anschauen können. Jetzt bin ich doch sehr gespannt. Er stellt sich wieder in die Ecke und versucht hier, möglichst cool zu bleiben. Guck mal, sein Kollege guckt ihn an und wackelt im Kopf. Oh, was haben wir denn da? Jetzt bin ich echt gespannt, was er hier macht. Ich versuche mal auf Ultraslow zu Was war denn das gerade eben für ein Turn? Ey, da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, oder? Der ist ja gerade so, guck mal, wie der City da fliegt. Ist seine Maus irgendwie gerade explodiert oder so? Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe ihm irgendeine Aim-Geschichte. Ganz, ganz am Anfang. Es war leider nicht auf Band, sorry. Als ich reinkam ins Spiel, hat er sich ultra gedreht. Nicht oft, aber so 1,5 Mal. Wirklich, vielleicht hat er so einen Spinbot noch oder hat es ihn vorhin angehabt. Das ist gerade eben, was war das für eine krasse 90-Grad-Wende? Wäre das jetzt Aim-Assist oder ist es Other External Assistance? Oh! Puh, Leute, das ist jetzt echt schwierig. Da habe ich jetzt irgendwie ein leichtes Problem. Also passt auf, Griefing machen wir aus. Other machen wir auch aus und Vision auch. Be judged by anyone. Was ist denn Elimination? Automated Targeting ist klar, Recoil Reduction ist auch klar, aber Elimination? Dass er auf eine Taste drückt und der Gegner stirbt, oder wie? Es ist immer so eine Gratwanderung. Gerade, wenn man es halt auf YouTube zeigt. Weil da gibt es immer beide Meinungen, immer. Wenn ich mir so die letzten paar Overwatches angucke, oder eigentlich alle, ist es so, dass 99% der Leute mir immer zustimmen bei dem, was ich gesagt habe. Und dann gibt es so 1%, die sagen, dann oder der sagt dann, wie kann nur so ein Kacknoob Overwatch machen, man, ist doch ganz klar, dass es nicht ist. Oder wie kann nur so ein Kacknoob Overwatch machen, ist doch ganz klar, das war Aim oder was weiß ich. Okay, wisst ihr was, ich gebe ihm jetzt hier was, weil das war eindeutig, so eine Drehung kann man doch gar nicht machen, oder? So wie er gespielt hat von seiner Mauseinstellungen her, ist es nicht möglich, so eine Millisekunden-Umdrehung zu machen. Das geht nicht. Und er hat sich am Anfang gedreht. Ich habe es nicht gefilmt, ich weiß. Ich gehe halt immer ins Spiel rein, drücke dann Shift F2 auf Stopp und dann fange ich die Aufnahme an. Ich sollte ab jetzt vielleicht die Aufnahme schon anmachen, wenn ich gerade als Overwatch reinjoine. Ich gebe ihm jetzt Aim Assistance. Oder ist es Other External Assistance? Speed Hacking, Automated Jumping Scripts, Upside Down Views. Könnte das zum Speed Hacking gehören? Wisst ihr was? Ich gebe ihm doch das Other External Assistant. Ich zähle das einfach mal zu Speed Hack oder was weiß ich. Ich mache das jetzt so. Ich verlasse mich da so ein bisschen natürlich auch auf die anderen Overwatcher, was die so drücken. Ich will ihn irgendwie nicht ganz gehen lassen, weil diese Drehung am Anfang war halt total merkwürdig. Er dreht sich einfach im Kreis. Und gerade eben am Schluss auch nochmal, wupp, das wird schon so stimmen. Zack, bumm. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugesehen habt. Vielen Dank, dass ihr so krass im Merch-Shop aktiv seid und euch da
da eindeckt mit Artikeln. Ich hoffe, dieses Video kommt heute pünktlich um 17 Uhr, aber ich glaube nicht. Irgendwie glaube ich, dass es nicht pünktlich kommen wird. Heute ist ja auch wieder Livestream, denkt bitte dran. Livestream ab 19.30 Uhr, es gibt wieder 2 Skin-Giveaways und denkt auch daran, dass im Moment ein CSGO-Skin-Giveaway auf YouTube läuft. Also ihr könnt hier ein Video zurückgehen, das Video von gestern ist es, und euch da mal noch ein paar Skins abholen. Ein herzliches Willkommen auch an alle neuen Abonnenten. Wir haben gestern irgendwie 30 oder 40 Abonnenten dazu gewonnen. Vielen Dank dafür, dass ihr so interessiert an mir seid. Die Kommentare waren auch wirklich herzallerliebst. Und ich möchte direkt noch eine kleine Sache ausspeichern, die ich generell sagen möchte. Kein Angriff, kein gar nichts, einfach nur eine Frage. Und zwar gibt es viele Leute, die mich entdecken und sagen, hey yo, ich schau dich dann, die dann auch immer aktiv dabei sind, aber die kein einziges Mal einen Tag zurückgehen ab dem Tag, wo sie mich gefunden haben. Wenn ich YouTuber finde, ich gehe immer auf diese Videoübersicht und auf diese Playlistenübersicht und suche mir das raus, was ich schauen möchte. Mir fällt es halt auf, dass die Leute zumindest kommentartechnisch an Tag X sagen, wow, du bist voll cool und voll unterhaltsam, und die dann scheinbar auch wirklich meinen Content feiern und auch jedes Mal dann reingucken und mir schreiben, das ist toll. Und wenn sie nicht direkt auf YouTube kommentieren, kommentieren sie über Facebook oder über Twitter. Aber so zurückgehend, also einfach mal eine Woche zurück. Ich meine, da gab es ja dann auch schon Videos, ne? Also CSGO-Videos habe ich jetzt alleine schon, glaube ich, 200 Stück, und die sind alle natürlich die Top of the Pops. Das ist so meine Frage an euch, warum das bei so einigen halt ist. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich Dinge entdeckt. Brandon Rogers, echt cooler YouTuber. Und da bin ich so, also wirklich instant, nachdem ich das erste Video gesehen habe, erstmal auf die Videoübersicht geguckt, wo bin ich denn gerade? Welches Video habe ich gesehen? Ah, da unten, fast in der Mitte oder sowas. Ich gehe jetzt mal weiter runter, ich gehe weiter hoch, ich gucke, was er macht. Natürlich freue ich mich auch über jedes Video, das er aktiv dann wieder hochlädt und schaue das mir sofort an. Aber in der Zwischenzeit schaue ich halt dann einfach zurück und gucke, was er noch so hat. Wie gesagt, soll kein Angriff sein, es soll auch keine Aufforderung sein, die alten Videos zu schauen. Ich würde einfach nur fragen, ob ihr das bei euch feststellt, ob ihr jetzt selbst sagen könnt, stimmt, das ist bei mir so. Und ob ihr mir vielleicht einfach schreiben könnt, warum das so ist. Es fängt mich dann an zu stören, wenn jemand, der mich recht frisch entdeckt hat, an einem Tag, wo ich halt mal kein Video gebracht habe, sowas kommt ja mal vor, und das letzte Video sowas schreibt wie, wann kommt das nächste Video, bring mal das nächste Video, oder sogar negativ wird und sagt, ich dachte, bei dir kommt jeden Tag ein Video oder irgendwie so, ne? Obwohl es schon fast 2000 andere Videos gibt. Das macht mich fuchsig, ist klar. Aber sowas ist das letzte Mal vorgekommen, keine Ahnung, von einem Jahr oder sowas. Würde mich halt einfach nur interessieren. Sorry für das lange Gelaber, ich weiß, das war jetzt wieder echt quälend. Aber an alle einen krassen Daumen hoch von mir, die jetzt noch da sind, die sich das wieder gegeben haben. Weil das war jetzt ja wirklich schon fast geheult, was ich hier gerade getrieben habe. Big Wall hat jetzt wieder angefangen, ne? Ihr wisst es ja. Da kommt jetzt wahrscheinlich die Tage auch wieder ein Video. Und ich habe jetzt einfach wieder angefangen, alle seine Videos von hinten an durchzugucken. Wenn ich hier so sitze und irgendwie gerade eine Lernpause mache und was esse oder sowas, gucke ich mir ein Video von ihm an. Ach komm, wisst ihr was, wenn er so lange durchgehalten hat, bekommt jetzt der Erste, ja? Der schreibt, ich habe durchgehalten, diesen Skin. Schreibt aber bitte keinen Link mit rein in den Kommentar, weil meistens die Kommentare dann auch geblockt werden. Und wenn sie geblockt werden, ich sie später freischalte, kann es passieren, dass ihr, obwohl ihr gerade Erster gewesen wäret, dann ganz oben steht. Weil Links eigentlich verboten sind, also in YouTube-Kommentaren so an sich. 90% der Kommentare mit Link drin gehen immer erst in den Spam-Ordner rein. Die muss ich extra freischalten. Und wenn ich euch dann darauf antworte, können wir dann ausmachen. Dann schickt ihr mal euren Steam-Profil-Link oder den Trade-Link oder wie auch immer. Danke für alles, Leute. Am besten noch einen Daumen nach oben geben, wenn ihr die Zeit dafür finden könnt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wow, 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 wow.